Willst du jetzt schon wissen, wie wir uns im Jahr 2050 ernähren? Willst du die optimale Ernährung für dich kennenlernen? Unglaubliche Fakten kennenlernen, warum du lieber Schokolade statt Getreide essen solltest und ob und wie du Fleisch als Veganer essen kannst? Bist du dir nicht sicher, ob Soja gut oder schlecht für dich ist? Hast du Probleme mit der derzeitigen Ernährung? Vielleicht Blähungen? Gefällt dir deine Figur nicht oder bist du oft müde? Willst du auf das nächste Level aufsteigen? Wenn nein, dann schalte jetzt ab. Wenn aber ja, dann hole dir Mr. Brokkolis neuestes Werk, Vegan Transformation. Bestelle jetzt vor unter vegan-athletes.com/buch oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ausgeliefert wird das Buch ab dem 28.02.2019. Ich habe die Blutgruppe 0, kann ich mich denn dann überhaupt vegan ernähren? Denn ich bin ja ein Fleischfresser. Diese und andere Fragen, wie du trotzdem vegan sein kannst, das erfährst du heute in diesem Podcast. Hallihallo, ist ja dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend, auch wenn du Blutgruppe 0 bist, denn diese Blutgruppe ist, ja, wie soll ich sagen, considered als die Blutgruppe der Allesfresser und derjenigen, die vor allem viel, viel Fleisch und Fisch vertragen. Und dementsprechend habe ich heute eine Frage bekommen von dem lieben Ali, und der sagt, ich war mal für einige Jahre Vegetarier. Durch eine anti-vegetarische Umgebung und auf der Suche nach einer gesunden Ernährung habe ich dann wieder umschwenken müssen. Bis heute habe ich keinen konkreten Ernährungsplan, der wirklich gut für mich ist und den ich im Alltag umsetzen kann. Ein Durchbruch erfuhr ich, als ich konsequent aufhörte, auf Zucker, Brot, Kartoffeln und Nudeln zu verzichten. Dadurch habe ich viel Übergewicht verloren. Dabei habe ich umgestellt auf eine Ernährung mit Fleisch, Huhn, Gemüse, Eier. Also Low Carb. Zufrieden war ich damit nicht. Meinem Heilpraktiker fragte ich und er bat mich, erst meine Blutgruppe bestimmen zu lassen. Und meine Blutgruppe ist Blutgruppe 0. Und jetzt soll ich mich genauso ernähren mit viel Fleisch, Hähnchen und Fisch. Die Frage ist, kann ich mit Blutgruppe 0 Blutgruppe 0 negativ eine vegane, gesunde Ernährung durchführen? Und das ist natürlich mega, mega spannend. Und für all diejenigen, die die Blutgruppendiät noch nicht kennen, da könnt ihr gerne mal googeln danach. Das ist auf einer Theorie von dem Autor und Naturheilkundler Peter J. D. Adamo zurückzuführen, der im Grunde besagt, dass Menschen ihre Ernährung je nach Blutgruppe unterschiedlich verarbeiten, da sich die Blutgruppen zu unterschiedlichen entwicklungshistorischen Zeiten entwickelt haben, ist auch der jeweilige Träger auf die jeweils vorherrschende Ernährungsform vorbereitet. Und dann könnte eben eine falsche Ernährung über längere Zeit zu Krankheiten und sogar laut D'Amato zu, oder De Adamo heißt er ja, zum Tod führen. Und die Blutgruppe 0 ist eben considered als der Jäger mit der angeblich ältesten Blutgruppe, und die verfügen über ein sehr robustes Verdauungs- und Immunsystem. Entwicklungshistorisch gesehen sind sie die Jäger, vertragen Fleisch und bestimmte Gemüsesorten gut, wenn sie auf Getreide und Hülsenfrüchte verzichten sollen. Das entspricht also der typischen Paleo-Diät, und wir schauen jetzt mal, ob das mit der veganen Diät im Einklang geht. Also zunächst mal gilt es natürlich herauszufinden für dich, ob du nach dieser Blutgruppendiät auch tatsächlich reagierst. Also beispielsweise hast du tatsächlich Probleme mit Getreide und Hülsenfrüchte, ne? Also dass du einfach mal Hülsenfrüchte checkst und schaust, ob es dir da schlechter geht damit. Vor allem aber solltest du die kochen, nicht irgendwie pur essen, und gekeimt könnte eben auch zu Problemen führen. Das kannst du mal ausprobieren. Und zum anderen denke ich, dass es schon eben auch möglich ist, eine vegane, vollwertige Ernährung damit durchzuführen. Es kann aber sein, und das beschreibe ich ja eben auch immer wieder in meinem Buch, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du ein richtig deftiges Stück Fleisch brauchst. Und dafür habe ich ja genau die Story in meinem Buch geschrieben, wie du als Veganer auch Fleisch essen kannst. Und deshalb sehe ich die ganzen Veganer, deshalb mag ich viele Veganer nicht, da sie zu dogmatisch agieren, da sie manchmal einfach gewisse Dinge nicht berücksichtigen sozusagen,
Und wenn wir einfach das krasse Verlangen haben nach Fleisch, nach Fisch, dann können wir dem eben auch manchmal nachgeben, wenn wir die richtigen Voraussetzungen beachten, die du natürlich auch in dem Buch findest. Und da gehört für mich nicht dazu, dass du wöchentlich oder sogar monatlich Fleisch essen musst, sozusagen. Da gehört auch vor allem nicht dazu, dass du das konventionelle Fleisch, Fisch und Milchprodukte verzehrst, die so in im Supermarkt angeboten werden. Das ist eine ganz, ganz andere Ebene, eine ganz, ganz andere Welt. Und davon solltest du definitiv Abstand nehmen. Für mich gilt es ganz klar, ich bin Blutgruppe B positiv, glaube ich. Das sind alles Esser, vertragen die meisten Lebensmittel. Die sollen sogar bei Geflügelfleisch und Getreidesorten und bestimmten Hülsenfrüchten zurückhaltend sein. Also ja, das kann natürlich immer auf alles zutreffen. Checke einfach aus, was auf dich zutrifft, was du verträgst, was du nicht verträgst. Eins kann ich dir sagen, diese Low-Carb-Diät, die du machst mit ganz, ganz viel Fleisch, Hühnchenfleisch und so weiter, ich denke, dass die nicht sehr positiv ist. Klar, du hast erstmal Gewicht abgenommen, weil du natürlich auf einfache Kohlenhydrate sehr, sehr schnell und sehr gut verzichtet hast und dadurch hat dein Körper natürlich alleine deshalb durch diese Ernährungsumstellung schon abgenommen, denn schnelle Kohlenhydrate wie Zucker, Brot, Kartoffeln und Nudeln sind natürlich prädestiniert dafür, den Blutzuckerspiegel nach oben zu treiben und dementsprechend hast du das dann gelassen, du bist mehr auf Gemüse mit Fleisch und Eier umgestiegen, doch das ist auf Dauer eben auch nicht der heilige Gral, das haben wir ja schon sehr, sehr oft festgestellt, dass eine typische Low-Carb-Ernährung oder eine typische Paleo-Diät nicht förderlich ist und dementsprechend gehen wir jetzt auch eher den Weg zu schauen, wie kannst du dich vegan, Low-Carb oder sogar ketogen ernähren, da machen wir gerade ganz, ganz viele Rezepte dafür, den Link zum veganen Ketogen-Artikel mache ich dir eben auch in die Shownotes rein, da siehst du schon mal ganz, ganz viele tolle Rezepte, die basieren sehr stark auf Gemüse, versuchen auch Soja außer Acht zu lassen, sodass du da eben mit dem besten Gefühl und mit dem mit den natürlichsten Lebensmitteln trotzdem weiterhin deine schlanke Figur behalten kannst und dich vollwertig und gesund ernährst. Und wenn du die Sachen aus meinem Buch beachtest, da schreibe ich ja auch beispielsweise, warum Haferflocken nicht gut für dich sind und du vielleicht zum Beispiel besser Rohkakao nehmen sollst und wie du tatsächlich ab und zu mal im Jahr Fleisch essen kannst. Und wenn du das beachtest, dann dürftest du einer vollwertigen veganen Ernährung, die auch deine Bedürfnisse befriedigt, nicht im Wege stehen. Dazu sei nochmal angemerkt, dass ich natürlich kein ausgebildeter Heilpraktiker oder Arzt bin. Das heißt, ich bin nicht ermächtigt, dir irgendwelche Versprechungen zu geben. Du bist für dich selber verantwortlich. Deshalb nochmal der Tipp, schau, was du gut verträgst und vor allem auch, was du in der Kombination vielleicht gut verträgst oder nicht gut verträgst. Weil wenn du jetzt Hülsenfrüchte isst und die immer in der Kombination mit irgendwie Obst oder anderen blähenden Sachen, dann kann es natürlich sein, dass du das Problem auf die Hülsenfrüchte zurückführst, diese aber gar nicht das Problem sind. Von daher solltest du diese Lebensmittel dann mal isoliert essen und schauen, was sie mit deinem Körper tun. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, von stark verarbeiteten Lebensmitteln, vor allem Getreide, die Finger zu lassen, von allen Fertiggerichten die Finger zu lassen und überall, wo mehr als 4 oder 5 Zutaten draufstehen, die Finger zu lassen und damit fährst du dann schon ganz gut und ich bin mir sicher, dass du damit auch im veganen Bereich Lebensmittel findest, die dir gut tun. Unter veganathletes.com/Rezepte findest du zu allen möglichen Themen viele, viele Rezepte, da kannst du ganz viel ausprobieren und ich bin mir sicher, dass du da das Richtige findest. Denke auch dran, du brauchst gar nicht so viel Eiweiß, wie es dir immer aufdoktriniert wird, außer du hast mal eine Phase von ein paar Tagen, wo du extrem krass definieren oder runtercutten willst, dann kannst du mehr Eiweiß essen und mehr Fett zu dir nehmen. Checke auch ganz, ganz viel Fett aus, wie Kokosfett, wie Fett aus Kakao, wie Fett aus Nussbuttern und so weiter. Die sättigen dich sehr, sehr gut und sind auch sehr nachhaltig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Erfolg damit. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne und auch du, liebe Zuhörerin, wenn du Fragen hast, schreibe mir unter christian@vegan-athletes.com. Ich bin natürlich jederzeit für dich da, freue mich auf jede Frage. Vergiss nie, du bist ein Geschenk für diese Welt und teile diese Episode gerne mit jemandem, wo du sagst, die ist für ihn sehr, sehr hilfreich. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Alles, alles Liebe. Dein Christian.
Unsere Mission ist es, dass du in Topform bist. Gesundheitlich, körperlich und mental. Dafür haben wir unser Vegan Starter System entwickelt. Damit kannst du abnehmen und noch dazu besser aussehen und musst auf nichts verzichten. Garantiert. Lade dir jetzt dein kostenfreies 8-tägiges Vegan Starter System unter www.vegan-athletes.com/vegan-start.